Büssi präsentiert. Und hallo Leute, ich bin Akomisi 21. Ich mache Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Mein letztes Video habe ich euch erzählt, dass es ein neues Game, eine neue Game Catcher Card mir bereits, wie sagt man, bestellt habe und bezahlt habe. Yeah. Und die ist einfach noch nicht angekommen. Ich habe die erst gestern, Sonntag den 13. Ich habe geboten und habe die Aktion sozusagen, ja, es war der höchstbietende. Und es geht im Prinzip nicht so teuer wie die Avamedia Gamecatcher Card HD1. Die erste Gamecatcher Card HD1 kostet nur so um die 80 Euro sowas in eBay. Und die in eBay, die zweite Version davon, die kostet einfach nur, also weil ich natürlich geboten habe, gebraucht, aber ich hoffe, es kriegt keinen Scheiß. Das kommt mir manchmal vor oder öfters. Und die hat nur, bis wir höchstbietende war und keiner andere mehr geboten hat, 77 Euro noch was. Ungefähr. 77 Euro noch was. Das geht. Das ist ein Relaxed. Jo, das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Und ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich in dem letzten Video, wenn ihr euch wundert, dass es draußen war und so arbeitsmäßig angezogen war. Sorry. Ich war auf der Arbeit gewesen und ich habe halt ein paar Minuten Zeit gehabt und ich habe gedacht, ey, komm, da machst du mal gerade ein Video und erzählst, dass bald endlich wieder Let's Plays über die PS3 folgen. Das habe ich gemacht und hier habe ich mein Video fertig gerendert. Ich frage mich auch irgendwie, warum das jetzt irgendwie eine bessere Qualität ist. Also irgendwie besseres Bild ergibt, obwohl ich nicht wirklich viel mache oder so. Vielleicht liegt es irgendwie, vielleicht liegt es am Wetter, gerade besseres Licht und hier die Lampe gerade anhab. Kann auch sein. Kommt wahrscheinlich immer nur darauf an. Hier sieht man meine Maus, ne? Wo ist mein bearbeitetes Bild? Nicht Bild, sondern mein Video. Hier ist es. 48 MB. Und das Video vorher 170 MB. Ist doch nicht schlecht. Habe ich mit der Camtaster Studio 7 gerendert. Da ist die. So, dann machen wir mal hier weg. Nee, ich will nicht speichern, ich habe das schon fertig gerendert. Okay Leute, dann. Das war auch wieder eine Info von mir. Im Prinzip kommt es in meine Infobox. In meine Info-Playlist. Das heißt, yo. Input Part 2 ist drinnen und Info Part 3 kommt jetzt. Yeah.